Oberndorf am Neckar. Ein idyllisches Dorf in Baden-Württemberg. Eigentlich eine heile Welt. Doch siedelt hier seit Jahrzehnten Deutschlands tödlichste Fabrik. Wie aus einem havarierten Atomreaktor entweicht ihr tagtäglich und nahezu unsichtbar tödliches Material. Während das Atomkraftwerk in Tschernobyl aber von einem Sarkophag hermetisch abgeriegelt wird, dringt aus der ungesicherten Fabrik in Oberndorf noch immer ungehindert Materie. Das Zentrum für politische Schönheit will deshalb den Sarkophag, der die Strahlung in Tschernobyl zurückhält, über die Waffenfabrik von Heckler und Koch bauen, um endlich die wahren Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts einzudämmen. Die Maschinengewehre G3 und G36. Mindestens 1,5 Millionen Tote fielen in den vergangenen 25 Jahren den Waffen von Heckler und Koch zum Opfer. 500 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von 150 Millionen Euro schufen einen neuen Rekord in den Opferbilanzen. Täglich werden Hunderte von Todesurteilen aus der Fabrik exportiert. Es wird höchste Zeit, die Tötungsmaschinerie stillzulegen. In einer Ad-hoc-Maßnahme wird zunächst Sand und Blei über die Fabrik geschüttet, um jede Aktivität zum Erliegen zu bringen. Ein Heer von Bauarbeitern schottet dann das Gelände mit einer Schutzhülle aus Stahlbeton ab. Durch ein Tunnelsystem kann die Versorgung des eingeschlossenen Firmenvorstands und der Belegschaft gesichert werden. Über einen vertikalen Entsorgungsschacht können außerdem skrupellose politische Unterstützer dem Sarkophag zugeführt werden. Auch für eine No-Go-Area um den Sarkophag herum werden wir uns politisch einsetzen, um die anliegende Bevölkerung vor weiteren Mutationen des gesunden Menschenverstands zu schützen. Bitte spenden Sie jetzt. Dies ist kein Scherz. Die Katastrophe kann dauerhaft nur architektonisch, nicht politisch verwaltet werden. In Stufe 1 wollen wir mit den Sofortmaßnahmen beginnen und ein Sand-Blei-Gemisch über der Fabrik abwerfen. In Stufe 2 werden wir dann die Fundamente am künftigen Sarkophag gießen. Jeder Euro zählt. Sarkophag Oberndorf. Mit Architektur Leben retten.